von Goalistik gehittet. Kiffst du? Du? Ja, klar. Willst du jetzt kiffen? Hast du was mit? Was hast du? Zeig mal. Im Schuh hast du das immer? Nee, in meiner Socke. Immer? Cool. Das riecht wie Myrrhe, ne? Ist das Super Skunk? Nee, das ist AK-47. Was ist AK-47? Das ist eine Sorte. Wie Super Skunk. Cool, aber das riecht total cool. Aber ich würde mich nicht trauen, das zu inhalieren, ne? Das riecht total abgefahren. Kann man das essen? Ja. Was passiert mit mir, wenn ich das esse? Nix. Sag mal ehrlich. Na, wenn du das da isst, was du jetzt auf dem Finger hast, isst, nix. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Jetzt lutsche ich das, ne? Jetzt nimmst du live im Fernsehen Drogen. Und kann man das, kann man davon Herzrhythmusstörungen kriegen? Und Nesselsucht? Vielleicht ein bisschen Syphilis. Was ist das? Polarkrankheit. Eine Polarkrankheit. Dass man nicht mehr Erektionen hat? Nee, dann juckt's. Wann? Am Polar. Warum? Wegen der Syphilis. Ja, gut. Wie lange haben wir noch? Wie lange haben wir denn noch? Bist du schon los? Nee, ich würde mir dann wirklich einen bauen jetzt. Ja, cool. Ja? Ja, du musst nur deine Sachen noch holen, weil ich habe keinen Tabak. Ich besorg. Bauen jetzt, sagt man dazu, ne? Und hast du auch schon mal was anderes genommen, außer sowas? Nee. Noch nie genommen? Nee. Also doch. Aber ich meine, ich habe alles schon mal probiert, außer Heroin. Das finde ich auch, ist so ein bisschen, ja. Also du hast alles schon mal probiert? Wie ist MDMA? Ist so Ecstasy einfach. Ja, und wie ist das, die Wirkung, was passiert damit ein? Na, man wird so lustig. Also ich finde, Ecstasy ist tatsächlich eine der Drogen, wo man merkt, dass man auf Droge ist. Ja, also. Und bei dem merkst du es nicht? Nicht so richtig. Also man wird nur ein bisschen ruhiger und gediegener so und so, aber normalerweise kannst du dich dann aber immer noch selber kontrollieren. Mhm. Ecstasy ist eine Droge, die kontrolliert dich. Krass. Ja. Die macht dann, dass man auf die Straße geht und irgendwen einfach vermöbelt oder so, ne? Um dir das jetzt mal recht zu machen, ja, wir sind früher einfach auf die Straße gegangen und haben die Leute ganz mies verprügelt, weil sie einfach nur da waren. Krass. So ist doch dein Bild von uns, oder? Nee, ich dachte eher, dass ihr dann auch einen Grund hattet, das habe ich gedacht. Also, dass ihr nur die vermöbelt, wo es auch echt richtig einen Grund gibt und nicht einfach wahllos Leute vermöbelt. Das habe ich gedacht. Ja, ja genau. Und es kann mitunter passiert sein, dass die Gründe eben, Schwergewichtigkeit der Gründe eben ein bisschen variiert hat. Ja, es kann sein, dass es mal wegen Furz losging. Einer hat gepupst in der Bahn oder was? Ja. Und dann bist du hin, dass du gesagt, ey, ob du Furz hast. Ich war ja selten in der Bahn. Mein Leben hat sich ja fast komplett im Viertel abgedreht, so. Abgespielt. Ich war ja einmal im Jahr allerhöchstens mal am Kudamm, am Zoopalast. Kennst du Kudamm Zoopalast? Ja. Im Kino mal. Einmal, und das war dann so, wenn ein etwas wohlhabenderer Kumpel von uns Geburtstag hatte, dann hat er uns alle eingeladen. Krass. Zum Kudamm. War das nicht ein wunderschöner Webclip, den ihr hier gerade gesehen habt? Ich habe so viel gelernt gerade, als ich das gesehen habe im Internet, diesen Clip. Der war echt schön. Lustig war er auch. Ihr könnt hier, könnt ihr euch den nächsten angucken. Hier könnt ihr was ganz anderes, das ist was völlig anderes. Das seht ihr aber auch, wenn ihr da hinguckt. Und hier könnt ihr abonnieren. Und dann könnt ihr auch kommentieren. Aber wir löschen jeden bösen Kommentar